Cocu. Robin. Arjen Robin. Robin. Arjen Robin. Nicht attackiert von Burns. Ballack. Borowski. Gut gemacht von Borowski. Und das auch auf Asamoah. Gerrit Asamoah und Kurani. Asamoah macht's. 2-2. Wittek versucht sich da zu lösen und Mertesacker klammert und klammert und lässt nicht locker. Kahan Wolfsburg gegen Lehmann. 1-0 für die Slowakei in der 20. Minute. Wieder ein Rückstand, wie schon gegen Holland. Winter gegen Wörns. Kein Abseits, Kahan. Was ist das denn für ein Hühnerhaufen? 2-0. Beide Tore durch einen Bundesligaspieler. Sie sehen, setzt sofort nach. Der Ball mit der 8. Klose. Podolski! Super gelöst. Es geht doch. Die deutsche Mannschaft führt mit 1-0. Und wieder Mertesacker. Dann würde sagen, das kenne ich doch. Und absolut zu Recht. In der Bundesliga ist einer der fairsten. Tja. Schneider endlich mal wieder auf der Position, die er mag. Auf der rechten Seite. Keine Fahne oben, Borowski. Super gemacht. Podolski. So geht's. Wenn der vor dem Tor steht. 48. Minute. Verhältnisse sind geklärt. Auf der anderen Seite. Riesenaktion von Lehmann. Und Anschlusstreffer. Podolski, Schweinsteiger. Das Zauberduo aus dem Confed Cup. Es ist ein Spiel heute. Irgendwie, entweder im Umbau oder der Rasen ist kaputt, das ging nicht anders. Immer wieder Thümer Metti. Der Mann mit der 17 an den Pfosten. Und Halil Altintop aus Kaiserslautern in seinem ersten. Achtung, Kahn mit der Fußabwehr, der Nachschuss. Eine türkische Mannschaft, die die ganze Zeit nichts macht. Ohne Ballack kein Konzept, jetzt vielleicht noch die Möglichkeit über Schneider, über Neuville und dann doch noch das Tor zum 2-1. Eine Minute vor Ende der Nachspielzeit. Muss sich noch ein paar Schritte zurückbewegen, dann kommt der Freistoß von Alessandro Del Piero. Und abgestaubt, Gilardino von Milan, ein Dieb im Strafraum. Oh, sehr unkonzentriert, kein Abseits, dieser Pass von Camoranesi auf Gilardino, super gespielt auf Luca. Luca Toni, das 2-0. Ausgekontert. Rosso. Camoranesi. Und De Rossi.
ganz einfacher Fußball und da ist so eine Abwehr einfach mal ausgeschaltet. Schmunzelt der italienische Zuschauer schon mal über so eine Technik. Abwehr wieder völlig indisponiert. Tor. Es war schon vorher zu spüren, als der Ball von der linken Seite hinüberkam auf Luca Toni. So, es geht doch noch. Robert Huth, nachdem die italienische Mannschaft unter diesem Ball unterdurchgetaucht war. Für seinen Freund Michael Ballack, ihn aber nicht erreicht. Nakamura, der in der Halbzeit die Schuhe gewechselt hat. Und jetzt Japan mit der Chance für Naohiro Takahara gegen Jens Lehmann. Und der sitzt. Ja, den Zirkus müssen sie ihn ja nicht machen lassen. Wenn sie ihn hart bedrängen, dann gibt er den Ball auch her. Komano. Takahara. Takahara setzt sich gegen Ballack durch und macht das 2:0. Deshalb sein Wechsel zur Eintracht Frankfurt. Schweinsteiger. Und da ist es. Anschlusstreffer. Miroslav Klose. Der längste Japaner konzentriert sich auf Mertesacker. Und Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger mit dem Ausgleich. Von links mit dem rechten Fuß, Bastian Schweinsteiger. Ballack, Tor! Nur noch Schweinsteiger. Ja! Bastian Schweinsteiger vorbereitet das 1:0, Schütze des 2:0. Selbst die Ecken werden besser. Netzfelder. Borowski. Tor! So soll sein Joker richten, wenn er kommt. 3:0. Zusammenspiel mit Borowski. Schweinsteiger. Lahm, den kriegt er noch. Philipp Lahm. Tor für Deutschland! Kein Abseits. Van Schoppe. Van Schoppe alleine gegen Lehmann.
Das 1:1. Gegen Marin. Normalerweise Innenverteidiger durch die Dreierkette, ist er nach außen gerückt. Schweinsteiger. Und da ist das Tor. Kein Abseits. Und es ist Miroslav Klose an seinem Geburtstag. Zu Philipp Lahm statt der Ball in die Spitze, wie es vorgesehen war. Lahm. Ja! Und nochmal und es ist Klose mit seinem zweiten Tor. Geschlichen hat. Just in dem Moment, als das Mittelfeld zentral kompakter stehen sollte, kommt eben durch jenes Zentrum Costa Rica durch. Noch etwa 4 Minuten. Franks. Das ist die Entscheidung. 4:2. In der letzten halben Stunde haben die Statistiker 11:0 Torschütze fürs deutsche Team gezählt. Und es waren eine Menge Hochkaräter dabei. Jetzt vielleicht noch einmal. Odonkor. Und jetzt ist es da. Oliver Neuwirth. Und das ist hochverdient fürs deutsche Team. In der ersten Minute der Nachspielzeit. Und hier spielen sich unglaubliche Szenen ab. Unten auf der deutschen Bank, oben auf den Rängen. Die beiden Eingewechselten. Schneider. Mertesacker, Schweinsteiger, Klose, Tor. So wird's gemacht. Sein drittes Tor bei dieser WM. Miroslav Klose. Schweinsteiger, jetzt kann's schnell gehen. Nicht abgepfiffen, Ballack. Klose, super gelupft, Klose, 2:0 und das Tor gilt. Ein wunderbares Anspiel von Ballack. Und jetzt geht die Post ab. Konter über Schneider, Podolski. Ein super Tor. Das ist göttlich. Das ist wunderbar. Und jetzt hat er es. Jetzt ist er zurück. Lukas Podolski. Das Mittel auf der anderen Seite für Deutschland. Podolski. Ballack, Klose, Göttner Drehung, Klose, Isaksson draußen, Tor, Tor durch Lukas Podolski. Klose gegen drei Mann, Klose. Podolski wieder, das gibt es nicht. Der Innenverteidigung aufgerückt. Wie immer. Ein ganz neues Deutschlandgefühl. Zum ersten Mal bei diesem Turnier ist die deutsche Nationalmannschaft im Rückstand. Das wird er jetzt zum Charaktertest. Ballack. Borowski. Klose. Tor. Ein Zaubertor. Lubosch Michel zeigt auf den Punkt. Es steht 1:1. Klose hat endlich sein Tor gegen eine große Mannschaft. Neuville zum Ersten gegen Frankfurt. Deutschland verwendet 2:1. Julio Cruz. Nervenstark. Roberto Ayala vom FC Valencia gegen Jens Lehmann, Arsenal London. Ayala, den hat er! Super Lehmann! Er ist ein Elfmeterkiller. Hau ihn einfach rein. Podolski! 4:2. Lehmann in Astu.
Das war Maxi Rodriguez. Borowski. Wenn Cambiasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale! Pirlo. Und da ist das Tor. Durch Rosso. Totti. Gilardino gegen Metzelda. Gilardino. Blick auf zu Del Piero. Das ist es. Schweinsteiger. Und jetzt alleine. Und trifft! Und trifft! Mein Ziel, der Schweinsteiger, jetzt könnte er eins vorbereiten oder nur einschießen. Vorbereiten! Vorbereiten! Eigentor! 2-0 für Deutschland! Der wieder als Erstmann reaktiviert, verweist das alles. 4 gegen 3. Nobel zu Schweinsteiger. Schweinsteiger wieder. Unglaubliches Spiel. 3-0. An allen drei Toren beteiligt. Figo. Der Versuch. Und das Tor.